Guten Tag, hallo. Willkommen zur letzten Woche. Am Anfang habe ich ja immer runtergezählt, wie viel Prozent wir irgendwie jetzt schon haben. Jetzt ist der Balken durch. Wir sind am Ende. Wir reden über Graphematik. Hier steht jetzt Graphematik und Phonologie, also die Beziehung von den beiden. Ich habe dann hinten noch was drangehängt, drei Folien aus der nächsten Woche. Da geht es nicht, streng genommen nicht um die Beziehung von Graphematik und Phonologie, aber das sehen Sie dann gleich, wenn wir über Konstanzschreibungen reden. Ganz am Anfang habe ich Ihnen gesagt, die Graphematik können wir nur ganz am Ende machen, weil Sie dafür ganz viel schon wissen müssen, was Sie am Anfang noch nicht wissen. Und das ist ein Problem oder eine Herausforderung, kein Problem, eine Herausforderung an diesem Thema. Ich sage Ihnen ganz kurz, was wir im Detail heute machen werden. Wir werden über die Graphematik sprechen als Teil der Grammatik bzw. Linguistik. Und wenn ich das schon so formuliere, dann wissen Sie wahrscheinlich, okay, es gibt auch wahrscheinlich irgendwie LinguistInnen, die das nicht so sehen. Ich werde über das phonologische Schreibprinzip dann sprechen. Das ist einfach nur das Prinzip, das sagt, in der Orthographie oder Graphematik des Deutschen haben wir eine tendenzielle 1:1 Beziehung von zugrunde liegenden Segmenten und Buchstaben. Große Ausnahmen davon oder eine große Ausnahme sehen wir dann bei den Vokalen. Da ist was nicht schief gelaufen, aber eben anders gelaufen, als dieses Prinzip das normalerweise vorhersagen würde. Wir werden dann über das Nicht-Prinzip der Dehnungsschreibung sprechen. Das ist ein Nicht-Prinzip, also es ist eigentlich kein Prinzip. Wir haben halt Dehnungsschreibungen. Sie sehen nachher, was das ist, aber das ist sehr unsystematisch und das ist auch wirklich ein großes Erwerbsproblem, wenn Kinder schreiben lernen. Das echte Prinzip, was wir haben, das ist sozusagen, das wird oft unterrichtet als das Gegenüber von der Dehnungsschreibung, das ist das, die Gelenkschreibung oder Schärfungsschreibung, das sind zum Beispiel die Doppelkonsonanten, wie in Hülle, Mitte und so weiter, Gelenkschreibung. Dann werde ich sprechen, mein Lieblingsthema, über das SZ und dann nochmal sprechen über zugrunde liegendes stimmloses S. Da haben wir in der Phonologie mal drüber geredet. Ich werde etwas über das Grenzhaar erzählen. Das ist ein Haar, was keine Dehnungsschreibung und kein Segment ist. Nicht gesondert werde ich behandeln, auch aus Zeitgründen, das Verhältnis von Orthographie, also der reinen Normierung von dem, wie wir schreiben, und der Graphematik, also der linguistischen Analyse der Schreibprinzipien. Ich gebe Ihnen einfach nur die linguistische Analyse der Schreibprinzipien. Die Normierung sollte ja idealerweise darauf basieren, aber das ist ein relativ komplexes, unkompliziertes Verhältnis zwischen diesen beiden Bereichen. Deswegen lasse ich das einfach mal weg. Behalten Sie nur im Hinterkopf, Graphematik ist nicht Orthographie. Graphematik ist einfach das, was ich heute mache. Ich beschreibe die Prinzipien hinter unseren Schreibungen. Orthographie ist einfach, ja, so wird es geschrieben. Idealerweise sagt man in der Orthographie einfach, hey, da haben GraphematikerInnen die Prinzipien entdeckt. Und wir entfernen jetzt so ein paar Ausnahmen und historisch gewachsene Irregularitäten und passen das den allgemeinen Prinzipien so ein bisschen an. Das ist für mich so eine ideale Orthographie. Im Detail gibt es dann immer noch Diskussionen und Probleme, das bleibt nicht aus. Was ist die Bedeutung dieser Teildisziplin, über die wir heute sprechen, für den Erwerb der Schriftsprache und damit auch die Lehre der Schriftsprache? Ich meine, dass das wichtig ist, dass das eine Bedeutung hat, die Schreibprinzipien für den Erwerb der Schreibungen zum Beispiel, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren oder extra zu betonen. Wenn wir uns aber mal vergegenwärtigen, was denn für, hier steht, extreme Aufgaben für LernerInnen ab der Young-Stufe 1 da auf sie warten sozusagen, dann, okay, haben wir den Erwerb der Buchstaben. Das ist jetzt noch das Geringste. Wir haben ja nur irgendwie 26 plus minus, je nachdem, wie man zählt. Wenn Sie jetzt als zum Beispiel japanisches Kind aufwachsen, dann lernen Sie im Kindergarten irgendwie schon 100 Silbenzeichen Minimum und ja, außerdem noch ein paar Handvoll ideografische Schriftzeichen, das heißt diese chinesischen Schriftzeichen eigentlich, nicht, wo ein Wort, ein Zeichen sozusagen. Stimmt nicht ganz, aber so ungefähr die Entsprechung ist ein Wort, ein Zeichen. In der deutschen Grundschule ist das relativ überschaubar verglichen damit. Sie lernen ungefähr 25 Klein- und 25 Großbuchstaben und das war's.
Dann kommen aber die Schreibprinzipien. Also wenn Sie die Buchstaben können, das wissen Sie, können Sie noch nicht die Schreibungen. Dann wissen Sie noch nicht, wie man Wörter schreibt. Und das sieht dann immer so lustig aus, wenn man dann einfach mal sagt, ja, wie stellt man sich denn jetzt vor, wenn man nur die Buchstaben kann, wie man irgendwas schreiben würde. Und das Problem an den Schreibprinzipien, die man dann lernen muss, ist, die sind mit allen Ebenen der Grammatik verbunden. Deswegen habe ich gesagt, ich muss das hier am Schluss machen. Ich kann das nicht, ich kann nicht hier in der ersten Sitzung mit der Graphematik anfangen. Ja, und das heißt, da sind Beziehungen, wie wir gleich sehen, zu allen möglichen Ebenen, Phonologie vor allem auch, Morphologie, Syntax. Und das explizit zu lernen, also erstmal quasi die ganze Grammatik zu lernen und dann mit der Schreibung anzufangen, das geht nicht. Das können Sie in der Grundschule vergessen. Also explizit im Sinne von, so funktioniert es, merkst dir und schreib dann danach, das können Sie nicht machen. Das heißt, wenn Sie eine Lehrperson oder eine zukünftige Lehrperson sind, dann haben Sie bestimmte Aufgaben in diesem impliziten Lernprozess, den Sie da anstoßen müssen. Sie können halt nicht die Prinzipien als Prinzipien erklären, weil dann können die Kinder hinterher auch die Klausur hier mitschreiben. Das ist irgendwie nicht das Ziel auch. Das heißt, Sie müssen vor allem einen korrekten, also den Prinzipien entsprechenden typischen Input auswählen, den Sie da geben. Das heißt, man kann zum Beispiel da arbeiten, das ist ein wichtiges Prinzip mit Anlaut- und Auslautreihen. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal bei Eisenberg und Menzel in die Grammatikwerkstatt zum Beispiel. Aber das gibt es auch in allen guten Lehrwerken für die Schule, die sich mit Orthographie auf Basis einer soliden Graphematik beschäftigen. Und das Prinzip Kern vor Peripherie. Wir haben gestern im Aufbaumodul erst wieder eine Aufgabe für die 7. Klasse besprochen, wo Gelenkschreibungen geübt werden sollen. Und da gab es das Problem, dass ungünstige Beispiele ausgewählt waren. Es wurde gleich mit Nicht-Kernwortschatz begonnen, also Wörtern, die auf der zweiten Silbe betont sind zum Beispiel. Also Stämme, Simplicia. Das ist blöd. Das heißt, besprechen Sie erst den Kern des Systems. Deswegen ist das so ein wichtiger Begriff, jetzt nicht nur für die nächsten ein, zwei Wochen, sondern generell. Außerdem müssen Sie Produktionsprobleme, also soll heißen, wenn ein Kind nicht richtig schreiben kann, auf irgendeine Art und Weise, müssen Sie richtig klassifizieren können, damit Sie richtig gegensteuern können. Und was Sie notgedrungen auch noch tun müssen, wahrscheinlich in vielen Gegenden, ist, Sie müssen die Aussprache des Standards parallel mit der Schrift unterrichten. Was folgt jetzt daraus? Was folgt aus dem, was ich eben gerade gesagt habe? Viele Dinge sind recht einfach. Ich sage Ihnen jetzt nicht alles, was daraus folgt bezüglich der Vermittlungsaufgaben aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ich sage Ihnen nur ein paar ganz wichtige Punkte. Das ist eigentlich eine Bitte. Nämlich, schicken Sie nicht, wenn Sie Lehrperson irgendwann mal sind, SchülerInnen gleich zur Leseschreibförderung oder wie auch immer das dann heißt, weil Sie damit aufgeben. Und das ist sehr unangenehm für die betreffenden SchülerInnen. Hier steht Brandmarken, ja, ist es auch. Und das ist sehr demotivierend. Ja, das heißt, tun Sie das nicht, wenn es nicht absolut nötig ist. Gucken Sie erstmal, was da vielleicht nicht klappt. Vielleicht ist das, wie in der Anekdote, die ich Ihnen mal erzählt habe, sind das ein oder zwei Prinzipien, wo ganz bestimmte Fälle nicht optimal beherrscht werden. Unterrichten Sie niemals die sogenannte Hinhörschreibung. Aus allem, was ich Ihnen gesagt habe zur Phonologie und was ich Ihnen heute zur Graphematik sage, folgt, dass Sie das nicht machen dürfen. Denn wir schreiben nicht, wie wir sprechen, also auch nicht, wie wir hinhören. Arbeiten Sie mit korrektem geschriebenem Input. Das ist, also geben Sie das, wo es darauf hinauslaufen soll. Und was daraus auch folgt, ist, und das ist, folgt aus Plattitüden der Lernpsychologie eigentlich, lassen Sie keine Ausprobierschreibungen zu. Ein Kollege von mir hat Kinder, die dann in irgendeiner, wahrscheinlich Grundschule muss das gewesen sein, waren. Und da kam dann der Sohn irgendwann nach Hause und hat gefragt, Papa, wann lernen wir dann eigentlich wie Erwachsene zu schreiben? Weil die Lehrerin hatte zu ihm gesagt, das hast du gut geschrieben, Erwachsene würden es anders schreiben, aber das ist schon mal eine tolle Leistung. So kann man das machen, damit motivieren sie irgendwie die Kinder natürlich schon. Das ist ja der Sinn von dieser Ausprobierschreibung, dass man da erstmal Spaß bei hat. Aber ich sagte eben Plattitüden der Lernpsychologie, was sie sich selber erarbeiten, egal ob als Kind oder als Erwachsene, das prägen sie sich am besten ein. Das, was sie sich selber zurechtgelegt haben, ist das, wo ihr Gehirn am begeistertsten von ist und was es sich sofort einprägt. Das heißt, wenn Sie dann später mit E schreiben als Kind,
Und dann sagt jemand, ja toll, ich würde es anders schreiben, aber mach mal, das bleibt erstmal kleben. Das war jetzt mein Appell an die, die vielleicht mal was mit Lehramt oder einfach mit Kindern zu tun haben. Kann ja auch sein, dass sie selber einfach mal Kinder haben und mit denen auch üben. Jetzt kommen wir zur Graphematik als Teil der Grammatik. Und da kommt auch erstmal wieder am Anfang so ein bisschen, was motiviert eigentlich meine Position zum Thema Graphematik? Die hat sich über die Jahre geändert. Und wir machen uns Gedanken, was ist in diesen Sätzen falsch? Fine findet, dass die Schuhe gut aussehen. Wenn ich Geld hätte, nehme ich den Kopfhörer mit. Um voranzukommen, nimmt Fine an der Fortbildung teil. Und mein Lieblingsbeispiel, zurückbleibt der Schreibtisch nur, wenn der LKW-Rand voll ist. Und merken Sie was? Sie können das so vorlesen, dass Sie dieser Schreibung sozusagen entsprechen, in dem, was Sie da realisieren. Zurückbleibt der Schreibtisch nur, wenn der LKW-Rand voll ist. Merken Sie das? So, hier ist jeweils irgendwie was nicht in Ordnung oder irgendwie komisch und spricht nicht den Prinzipien. In dem ersten Beispiel haben wir hier das. Das ist einfach eine falsche lexikalische Schreibung. Wir schreiben aus irgendwelchen Gründen, die auch nichts mit Prinzipien zu tun haben, die Subjunktion, das mit Doppel-S und das Relativpronomen oder alle Pronomina mit einfachem S. Das folgt eigentlich aus nichts. Das ist einfach ein lexikalisches Wort, was mit einer bestimmten Schreibung, die man so nicht motivieren kann, verknüpft ist. Der Punkt ist aber, hier steht einfach das falsche Wort. Das ist nicht nur falsch geschrieben. Das ist richtig geschrieben. Es ist das falsche Wort. Als Relativpronomen wäre das richtig geschrieben. Was Sie hier sehen, ist eine falsche Segmentschreibung. Das heißt, dieses, da müsste ja eigentlich ein Ä sein für Nähme. Die Form gibt's, Nähme. Das ist hier die falsche Flexionsform. Oder jemand kann die Differenzierung zwischen Ä und E nicht und dann liegt diese Schreibung auch relativ, also die liegt näher als die mit Ä. Hier sehen Sie eine falsche Wortklassenbezogene Schreibung. Da wird ein Substantiv geschrieben, aber man kann sich sehr ausführlich streiten, ob das wirklich ein Substantiv an der Stelle ist. Es gibt ein Substantivteil. Dass das hier das Substantivteil ist, halte ich für ausgesprochen kritisch. Und das ist dann auch erstmal unabhängig davon, was die Rechtschreibreform oder der Duden sagt. Ich finde es hier, zumindest kann man darüber sich streiten, ob das hier ein Substantiv ist oder nicht. Aber auch wieder, das Wort gibt's. Das ist ein richtiges Wort am falschen Platz. Und hier, das ist besonders super, da brauchen Sie nämlich jetzt die Syntax. Hier haben Sie eine falsche wortbezogene Schreibung, da fehlt das Spatium oder Spatium oder einfach das Leerzeichen, könnte man auch sagen, zurückbleibt. Das müsste man einfach getrennt schreiben, das muss man getrennt schreiben. Ja, warum? Zurückbleibt? Ich weiß, dass der Tisch zurückbleibt, das geht doch. Ist doch andernorts ist das doch völlig in Ordnung. Das ist also das richtige Verb, zurückbleiben. Warum kann man das da nicht zusammenschreiben? Naja, weil die Dinge einzeln bewegt worden sind. Erst ist das finite Verb bewegt worden und dann ist die Verbpartikel ins Vorfeld, also da vorgestellt worden. Das ist genau das, was ich Ihnen vor zwei Sitzungen erzählt habe. Das sehen Sie hier. Das sehen Sie an der Schreibung und das hören Sie an der Phonologie. Zurück bleibt. Die Dinger sind einzeln bewegt worden. Das hören Sie. Und das sehen Sie, weil Sie das nämlich auseinanderschreiben. Das hängt alles mit allem zusammen. Was ich Ihnen jetzt gerade illustrieren wollte, ist, dass Graphematik ganz viel mit Grammatik zu tun hat. Es ist einfach, es kodiert, die Graphematik kodiert ganz viele Dinge von den anderen Ebenen der Grammatik, über die wir schon gesprochen haben. Graphematik ist eins der Kodierungssysteme für die Grammatik. Gibt es da jetzt einen Unterschied in der Relevanz zur Phonetik? Das ist ja so eine andere Kodierung. Wir kodieren die Phonologie dann am Ende mit Phonetik. Also wir benutzen dann unsere Sprechwerkzeuge, um da irgendwie Laute zu produzieren. Das ist Phonetik. Und damit kodieren wir verschiedene Dinge, wie wir auch schon besprochen haben, aus der Phonologie, Morphologie und so weiter. Und Syntax, wie wir an Zurückbleibt gerade gesehen haben. Das hängt auch zusammen. Da gibt es keinen Unterschied in der Relevanz. Phonetik ist gleichwertig mit Graphematik und umgekehrt, aus Sicht der Grammatik. Das ist ein Kodierungssystem und ein anderes. Zeichen, also Gebärdensprache, müsste man sagen, ist ein anderes Kodierungssystem. Ja, natürlich. Es gibt verschiedene. Also, natürlich gehört die Graphematik zur Grammatik und zur Linguistik. Jetzt würden einige KollegInnen sagen, aber viele Sprachen haben doch gar keine Schriftsysteme. Das heißt, da gibt es ja noch keine Graphematik. Das heißt, die kann ja nicht gleichwertig sein.
Verstehe ich nicht, weil für viele Sprachsysteme gibt es eine graphematische Codierung und daraus leitet sich für mich kein Relevanzunterschied ab. Sie haben auch nicht in allen Gegenden der Welt Gebärdensprache. Heißt das jetzt, die ist nicht wichtig oder was? Irgendwie, oder weniger wichtig als Phonetik? Und das verstehe ich alles nicht. Dann gibt es ein Argument, was man oft hört. Es gibt ganz viele Sprachen ohne Schrift, aber keine Schrift ohne Sprache. Ja, das ist so ein Argument. Und da sage ich auch, ja und? Also ich meine, in Kulturen, in denen jetzt seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden verschriftet wird, gibt es erhebliche Rückkopplungen zwischen Schrift und dem restlichen System. Zum Beispiel im Deutschen. Da können wir leider jetzt nicht drauf eingehen, aber das wäre vielleicht mal was für die diachrone Graphematik, wenn Sie sich dafür interessieren. Und dann so ein schönes Argument, ja, die Schrift haben sich einfach mal Leute ausgedacht. Und das soll dann heißen, die Schreibung hat sich nicht natürlich entwickelt, so wie die restliche Sprache. Und wir interessieren uns nur für das, was sich natürlich entwickelt hat bei der Sprache und nicht für das, was irgendwann mal so künstlich erfunden wurde. Das hat mal jemand zu mir gesagt. Da kann man nur sagen, ja, machen wir mal diachrone Graphematik. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt hat. Ob sich da jemand im Jahr so und so, müsste man sich auch überlegen, welches Jahr sollen das überhaupt gewesen sein, hingesetzt hat und gesagt, so, ich denke mir jetzt ein graphematisches System für das Deutsche aus. So ist das leider oder zum Glück nicht gelaufen. Natürlich hat sich die Schrift und die Schreibungen haben sich nicht gesteuert entwickelt. Das ist kein Planspiel gewesen, wo sich Leute mal hingesetzt haben und das ausgedacht haben. Das fängt schon bei den Buchstaben an. Wenn Sie sich gucken, wie, über welche Stufen die Buchstaben, natürlich dann über das Lateinische als letzte große Gebersprache, aber auch wie die Buchstaben, die dann die Lateiner benutzt haben, zu denen gekommen sind, das hat sich niemand ausgedacht. Schon das nicht. Und erst recht nicht die Schreibungen, also die Prinzipien, über die ich gleich spreche. Das geht aber weiter. Dann wird gesagt, die Schriftsprache, also wenn wir selber schreiben und lesen, die ist nicht spontan. Das habe ich in der ersten Woche auch erzählt, dass wir beim Schreiben dazu tendieren, eher darüber nachzudenken, was wir da tun. Tendenziell eher. Und gerade mit neuen Medien, wissen Sie selber, stimmt das oft nicht, wenn Sie so irgendwie auf WhatsApp irgendwas kriegen, wo Sie echt sagen, das verstehe ich nicht, tut mir leid, das ist Salat. Das war dann sehr spontan geschrieben. Aber Menschen sagen halt, Schriftsprache ist nicht spontan genug und uns interessieren nur die spontanen Prozesse beim Schreiben, also die auch Stoff der ersten Woche. Man denkt ja normalerweise über Sprache nicht nach. Ja, das sagen dann neben den Argumenten, die ich jetzt gerade gebracht habe, typischerweise auch LinguistInnen, die glauben, dass sie selber, wenn sie am Schreibtisch sitzen und über Sätze des Deutschen zum Beispiel nachdenken, in der Lage sind zu entscheiden, ob die grammatisch sind oder nicht. Einfach nur so aus sich selbst heraus. Und dann macht man das Sternchen davor oder nicht. Sehr spontan, oder? Man beschäftigt sich da nur mit der spontansten Sprache überhaupt. Gut, Bildungssprache, das ist nicht 1:1 Schriftsprache, tendiert zur Überformung, also tatsächlich dazu, dass man darüber nachdenkt und das optimiert oder perfektioniert, wie auch immer. Aber das Medium spielt auch dabei dann wieder nur eine untergeordnete Rolle. Genauso wie ich mich hier gerade sehr zusammenreiße und versuche, möglichst irgendwie bildungssprachlich und normkonform zu sprechen. Das gelingt mir so einigermaßen, hoffe ich mal. Tun wir das dann auch in bestimmten Schreibsituationen. Also das dreht sich alles im Kreis. Und dann gibt es das Argument, Kinder lernen zuerst sprechen ohne Schrift. Das heißt, Sprechen muss doch wichtiger sein als Schrift. Da haben wir es jetzt, das ist der Beweis. Ja, wir beschreiben ja auch beide Codierungssysteme als voneinander getrennt. Das eine wird früher gelernt als das andere. Und das kann durchaus beeinflussen, wie die gelernt werden. Natürlich, ja deswegen. Deswegen gibt es auch also Spracherwerbsforschung, die sich mit dem ganz frühen Spracherwerb beschäftigt und dann gibt es Schriftspracherwerbsforschung. Das muss ja nicht dasselbe sein, um gleich wichtig zu sein. Also verstehe ich auch nicht. Das akustische Medium hat eben aus praktischen Gründen Vorrang. Also versuchen Sie mal in dem Moment, wo Sie Kindern im frühen Spracherwerb irgendwie die ersten Wörter beibringen, versuchen Sie denen mal einen Stift in die Hand zu drücken und die dazu zu kriegen, ein A zu machen. Da ist die Motorik einfach noch nicht da und ganz andere Sachen noch, die man braucht, um das dann zu können. Also das hat natürlich Gründe, ja, die sind auch sehr interessant. Aber das heißt nicht, dass wir keine Graphematik machen sollten und nicht über Schriftsprache sprechen sollten. Außerdem haben Sie zum Beispiel gehörlose Kinder und die lernen mit Sicherheit nicht zuerst gesprochene Sprache. Da wird es dann sehr interessant, in welcher Reihenfolge die was lernen.
Das war jetzt vielleicht ein bisschen so, dass Sie sich gedacht haben, was will er eigentlich? Was Sie aber jetzt wahrscheinlich dem entnommen haben, ist, dass es LinguistInnen gibt, die finden, dass Graphematik nichts mit Linguistik zu tun hat. Und ich habe Ihnen jetzt ein paar Argumente gezeigt, die dann kommen und jeweils dazu gesagt, in der Kürze, okay, aber warum ich glaube, dass diese Argumente einfach nicht ziehen. Das steht auch noch mal im Buch. Das, was dann Leute sagen, ist, was Sie sich merken können, ist die Rede vom Primat der gesprochenen Sprache. Und nach allem, was ich, also das heißt, die hat Vorrang, die ist wichtig, nur die ist interessant für Linguistik. Und nach allem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, können wir das, glaube ich, abhaken. Das ist blanker Unsinn. Die meisten Leute, die sowas behaupten, haben zusätzlich keine Ahnung von gesprochener Sprache. Gucken Sie mal in irgendeine, und ich habe sehr großen Respekt vor KollegInnen, die sich mit gesprochener Sprache beschäftigen, weil ich habe da auch keine Ahnung von. Gucken Sie mal in irgendeine Einführung rein oder in Korpora, also Textsammlungen der gesprochenen Sprache, und überlegen Sie, wie Sie das, was Sie hier gelernt haben über Linguistik, da anwenden können. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wenn Sie da dann die Syntax angucken, ist das Erste, was Sie immer sagen, ja, dafür hat er kein Schema. Dann, jetzt nach der langen Vorrede, geht es jetzt gleich richtig los. Ich erinnere Sie aber nochmal an den Begriff Kernwortschatz. Der ist wichtig. Nicht nur jetzt heute. Was war nochmal der Kernwortschatz? Das sind zum Beispiel Wörter, wenn wir jetzt erstmal nur über die Wörter reden, man kann das auch mit Phrasen oder syntaktischen Konstruktionen so weiterführen. Das sind aber auch Wörter, die den weitreichenden Generalisierungen entsprechen. Das heißt, den Generalisierungen, die meistens gelten. Die Wörter, für die dann meistens gelten, das ist der Kernwortschatz. Zum Beispiel Wörter und Wortklassen mit einer hohen Typenhäufigkeit. Erinnern Sie sich? Typenhäufigkeit. Das ist das zum Beispiel Modalverben, da gibt es nur 6 verschiedene. Typenhäufigkeit ist 6. Alle anderen Verben, Vollverben, Typenhäufigkeit, ein paar tausend. Gibt es ein paar tausend verschiedene von. Das war die Geschichte. Das sind aber also nicht die häufigen Wörter im Sinne von die oft vorkommen. Mensch ist zum Beispiel nicht Kernwortschatz, ist eins der häufigsten Substantive. Ist aber ein schwaches, also eigentlich nicht Kern. Es sind auch nicht unbedingt die Erbwörter, obwohl die Erbwörter meistens im Kern sind. Also die auf germanische Vorformen irgendwie zurückgehen und die man dann manchmal auch oder oft im Englischen, Schwedischen und so weiter wiederfindet. Kernsubstantive, und wir werden jetzt sehr viel über Substantive reden, Substantivstämme, und zwar welche, die im Kern sind. Das sind die, nur nochmal zur Erinnerung, die entweder einsilbig sind und im Plural dann Trocheus bilden, sowas wie Tag, Tage, Tisch, Tische und so weiter, Frucht, Früchte, oder die als Stamm selber schon Trocheus sind, so wie Miete oder Döner oder sowas. Warum sind jetzt gerade die Substantive so zentral? Warum rede ich jetzt vor allem über Substantive gleich? Naja, das ist die mächtigste Wortklasse. Verben gibt es so im normalen Gebrauch ein paar tausend, Substantive zigtausend. Sie selber haben in Ihrem Sprachgebrauch mit ziemlicher Sicherheit über 10.000 Substantive. Ist krass, oder? Machen Sie das mal in der Fremdsprache, das dauert lang. Mühsame Sache. Und dann vergisst man sie sofort wieder. Ja, einem Missverständnis möchte ich vorbeugen. Das habe ich auch in der zweiten Woche, in der ersten Woche auch schon mal gemacht. Kern und Peripherie sind nicht klar abgegrenzt. Es gibt nicht den Kern und die Peripherie, sondern das ist so ein Kontinuum. Je höher die Typenhäufigkeit, desto kerniger ist die entsprechende Wortklasse zum Beispiel. Die Substantive, die den Plural auf er bilden, sind eigentlich noch typenseltener als die schwachen Substantive. Dafür entsprechen die mit er wenigstens anderen Generalisierungen. Aber das heißt, da kann man immer ein Kontinuum aufmachen. Man muss sich einfach die Typenhäufigkeit angucken. Was auch nicht stimmt, ist, dass periphere Wörter oder Konstruktionen weniger grammatisch wären. Das stimmt auch nicht. Schwache Maskulina sind nicht im Kern, wie ich immer predige. Aber das heißt ja nicht, dass die falsch sind. Des Menschen ist doch eine super Form. Das ist genau die Form, die wir erwarten. Trotzdem ist es nicht im Kern der Flexion. Wenn Sie jetzt gerade ein bisschen verwirrt sind, gehen Sie einfach nochmal auf die Flexion zurück und schauen Sie, was ich da über Nominalflexion gesagt habe. Das im Hinterkopf jetzt zum Kern. Kommen wir jetzt zu den Segmentschreibungen. Und da haben wir jetzt erstmal Ordnung total.
bei den Konsonantenzeichen. Da ist alles wunderbar. Das sieht so aus, als gäbe es da eine Unregelmäßigkeit. Und die mache ich nachher noch weg. Deswegen freue ich mich da immer so. Hier ist sie schon, die Unregelmäßigkeit. Hier in Rot, da stimmt was nicht. Was haben wir aber sonst hier? Was haben wir hier sonst? Schauen Sie sich das an. Wir haben das zugrunde liegende Segment. Ja, wir haben das zugrunde liegende Segment P, wie in Plan oder Klappe oder Schlapp oder sowas. Und das entspricht immer dem Buchstaben P. Immer. Überall, wo wir das zugrunde liegende Segment P haben, gibt es den Buchstaben P. Umgekehrt funktioniert das nicht. Also Sie haben zum Beispiel auch so exotische Schreibungen wie mit PH, wie in Photosynthese oder sowas. Da haben Sie ein P, was in Kombination mit einem H nicht einem zugrunde liegenden P entspricht. Aber das ist ja auch die andere Richtung und das ist nicht Kern. Das ist nun wirklich nicht Kern. Wenn Sie das zugrunde liegende B sich angucken, dann haben Sie das ja in so Wörtern wie Baum und in so Wörtern wie Trab. Das ist stimmhaft hier, Baum, und das ist stimmlos in Trab. Sehen Sie das? Aber wir wissen ja, Endranddesonorisierung, zugrunde liegend ist das beides mal ein B. Wir schreiben auch beides in beiden Fällen ein B. Da ändert sich nichts. Wir könnten das jetzt für alle diese zugrunde liegenden Segmente und die dazugehörigen Buchstaben durchgehen. Das bringt aber nichts, wenn wir das dauert hier dann eine halbe Stunde und das Prinzip ist halt immer dasselbe. So was wie Endranddesonorisierung bilden wir in der Schrift nicht ab. Oder auch sowas wie Gespirantisierung, habe ich hier ein Beispiel, in wenig, weniger, schreiben wir immer ein G, auch wenn wir wenig sagen im Standard. Sehen Sie das? Das sind immer die zugrunde liegenden Konsonanten, die wir schreiben. Und jetzt außer, da muss man irgendwie, also wir haben ja nur einen Buchstaben S. Für Los und Sau, also für die S-Laute in Los und Sau. Und da haben wir gesagt, irgendwie, ja gut, da gibt es ein zugrunde liegendes stimmhaftes S und ein stimmloses S, weil wir das nicht ganz mit Anfangsrand und Endrand weg erklären können, weil wir sowas haben wie heißer und heiser. Da haben wir dann gesagt, ja, das heißt, wir brauchen ein zugrunde liegendes S in heißer und ein zugrunde liegendes S in heiser. Und das kriegen wir gleich noch weg. Weil dann, das wäre die einzige Ausnahme irgendwie von dieser Korrespondenz. Da hätten wir einen Buchstaben, nämlich nur das normale S für den stimmhaften und den stimmlosen zugrunde liegenden Laut. Und das kriegen wir auch noch. Und dann ist das wirklich Ordnung total. Das sind die Konsonantenzeichen gewesen. Die Invarianz, okay, die können wir jetzt noch mal genauer illustrieren, indem wir uns, die Tabelle kennen Sie auch schon, überlegen, wie würden denn die Schreibungen einiger Wörter aussehen, wenn das nicht so wäre. Das heißt, das zugrunde liegende Segment, hier ist nochmal wiederholt, eine kleine Auswahl. Dazu gehören bestimmte Buchstaben. Jetzt zu diesem Segment gehört das normal geschriebene R nicht. Also wir schreiben nicht dieses umgekippte Kapitelchen R, ja gut. Und wir schreiben CH, das ist ein sogenannter Digraph, also zwei Buchstaben, die immer zusammengehören, um eine ganz bestimmte Einheit zu kodieren, nämlich das zugrunde liegende Ch. Das wäre jetzt, das liegt halt daran, dass nicht genug Buchstaben im Lateinalphabet zur Verfügung standen für alles, was wir so brauchten im Deutschen. Deswegen haben wir Sch und Ch aus mehreren Zeichen zusammengesetzt. Ja, das ist halt so. Aber trotzdem, dieses Ch und Sch für sich, diese Schreibungen entsprechen immer einem zugrunde liegenden Segment. Wäre das nicht so, würden wir also die Auslaut, die Endranddesonorisierung und die Gespirantisierung schreiben, dann bräuchten wir sowas hier. Wir würden nicht Lob mit B schreiben, sondern Lob mit P, weil so sprechen wir es auch. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich höre da aber einen Unterschied, das ist Lob, dann vertrauen Sie vielleicht bitte darauf, dass man sich selber als Zuhörerin immer eben nicht wirklich trauen darf und dass das Leute gemessen haben und gemessen und gemessen und es da keinen Unterschied gibt. In keiner Varietät des Deutschen, die mir bekannt ist. Wir müssten auch Rind schreiben, ja? Rindes mit D, aber des Rindes, aber das Rind mit T. Wir müssten uns für Klang was ausdenken. Sie erinnern sich, da gab es die interessante Tatsache, dass das zugrunde liegend eigentlich ein N und ein G ist, genauso wie wir das schreiben. Ist das herrlich? Wir müssten dann aber irgendwie Wacht anders schreiben als Wicht.
müssten wir uns jetzt auch ein Zeichen für ausdenken oder wir müssten es KH schreiben oder sowas. Wir müssten König mit CH schreiben und wir müssten, was soll das sein, Tor. Ja, da müssten wir uns richtig was einfallen lassen für, weil das sieht total blöd aus. Irgendwie, das kann man nicht mehr richtig dekodieren, was das soll. Wir müssten aber die R-Vokalisierung schreiben. Tor, Tore. Wir müssten im einen Fall dann ein R, also wahrscheinlich das hier schreiben und im anderen Fall vielleicht ein E. Oder brauchen wir dann für Schwa eigentlich auch noch ein Zeichen, ein extra Zeichen? Hm. Ja, wir haben also eigentlich diese sehr schöne Korrespondenz zwischen zugrunde liegenden Segmenten und Buchstaben. Es gibt so ein paar, ich nenne das hier mal Substitutionsphänomene, wo da von der normalen Korrespondenz abgewichen wird. Also zugrunde liegendes KV, sage ich da, nenne ich das jetzt mal, wird als QU geschrieben, aber immer. Außer in irgendwelchen vielleicht komischen Lehnwörtern, weiß ich nicht. Im Schwedischen würde man das tatsächlich, also schreibt man den Quark mit KV, nicht mit QU. Das geht auch anders. Oder Qualität oder sowas. Wir machen das immer mit QU. Gott, das ist historisch so geworden. Das ist dann tatsächlich eine kleine Ausnahme. Und das Problem mit den S-Schreibungen, das lösen wir gleich noch. Im Grunde ist hier aber alles bis auf so ein paar Ausnahmen in Ordnung. Ordnung, na ja, also nicht alles so schön in Ordnung, im Sinne von es hat eine Ordnung, ist es bei den Vokalzeichen. Und da sehen Sie, wenn Sie auf diese Tabelle schauen, eventuell sofort, was da los ist, wenn Sie es nicht auch sowieso noch wissen. Ich habe das in der Phonologie schon mal kurz erwähnt. Sie haben sowas wie Igel und Licht. Und ich erinnere Sie daran, das sind zwei verschiedene zugrunde liegende und phonetische Segmente. Igel und Licht. I, E. Zwei verschiedene. Oder Rübe und Rücken, Mut, Butter, Mehl, Bett. Jeweils gespannt, ungespannt. Und dann hängt das halt auch mit der Länge zusammen. Und da haben wir jetzt jeweils für ungespannt und gespannt nur ein Zeichen. Nämlich das I, E, Ü, Ö, O, O und so weiter. Das ist so ein bisschen... Das geht, das kann man machen. Also Sie merken ja, das funktioniert. Aber wenn die schöne Korrespondenz zwischen zugrunde liegenden Segmenten und Buchstaben, die wir bei den Konsonanten hatten, bei den Vokalen weitergehen würde, bräuchten wir doppelt so viele Vokalzeichen. Jetzt kann man sagen, na gut, auch da gilt doch wieder das Latein, das Lateinalphabet hatte nicht genug Vokalzeichen. Man musste da irgendwie mit auskommen. Und die hatten ja auch schon lang und kurz. Und das funktionierte ja auch. Also die haben ja nicht wie im Lateinbuch immer diese Striche drüber gemacht. Das ist ja, wenn Sie sich mal so Dokumente angucken, das ist ja bei lateinischen Texten nicht wirklich der Fall. Das ist eine LatinistInnen-Sache, die sehr nützlich ist. Fand ich immer sehr schön, wenn die Längen drüber standen. So, und da hätte man sich natürlich in der Sprachgeschichte irgendwie hätte sich was entwickeln können, dass man unter die Gespannten immer einen Strich drunter macht oder die Ungespannten irgendwie durchstreicht oder umgedreht schreibt. Das war offensichtlich nicht nötig. Ich sage Ihnen gleich, warum vielleicht. Für Gespannte, Ungespannte jedenfalls gibt es jeweils nur ein Zeichen. Außerdem haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, dass also E ein Ä, also der Buchstabe E ein Ä sein kann und der Buchstabe Ä auch ein Ä. Die Später-Dialekte, wo man Später und Käse sagt, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie im Berliner Standard aufgewachsen sind, die haben dann zusätzlich noch den kompletten Zusammenfall von E und Ä und das führt dann noch dazu, dass bestimmte Schreibungen, die zwischen E und Ä differenzieren, zusammenfallen. Diphthonge brechen auch das phonematische Prinzip, aber haben auch eine tolle Systematik. Das habe ich bei Peter Eisenberg, also in seinem Buch, gelernt und habe gedacht, wow, okay, jetzt mache ich Graphematik. Ich war früher auch einer von denen mit den Sprüchen, warum Graphematik Schrott ist. Also das nur als Hintergrund. Peter Eisenberg und Ulrike Seyerz sind schuld, haben mich überzeugt davon, dass das... Und das war vor allem auch dieses Ding mit den Diphthongen, da habe ich gedacht, wow, okay, Mann, spannend. Steht im Grundriss. Und aber auch in meinem Buch gibt es einen kleinen Vertiefungsblock dazu. Komplett bei Peter Eisenberg abgeschrieben. Ich habe eben gesagt, ich kann Ihnen vielleicht Gründe nennen, warum das mit den Vokalzeichen so geworden ist. Im Kern haben wir ja eine starke Kopplung von Gespanntheit, Länge und Betonung. Sie erinnern sich, das hängt zusammen. Das heißt, wir können irgendwie da schon sagen, also wenn wir die
Länge und die Betonung noch dazu haben, dann können wir irgendwie schon nicht wirklich, aber tendenziell fast die Gespanntheit ausrechnen. Es geht nicht wirklich, aber es driftet so in die Richtung, gerade im Kernwortschatz. Und zusammen mit der Silbengelenkschreibung, die ich Ihnen gleich zeige, haben wir für ganz viele Fälle kaum mehr den Bedarf an einer graphematischen Differenzierung, weil uns die Gelenkschreibung sowieso was sagt über den Vokal davor. Das ist nicht Ihre eigentliche Aufgabe, aber das ergibt sich aus der Gelenkschreibung. Außerdem haben wir dann die Dehnungsschreibungen entwickelt, geschichtlich, also nicht wir hier, sondern die SprecherInnen und SchreiberInnen, vor allem des Deutschen, in den letzten Hunderten von Jahren. Und die helfen auch noch bei der Desambiguierung. Die driften auch so in eine Richtung, naja gut, wir markieren dann schon Gespanntheit durch diese Dehnungsschreibungen. Und die ist aber leider unsystematisch, das ist ein bisschen traurig. Und das Ganze hängt eben schon auch damit zusammen, dass der Bedarf nicht so hoch war, weil es diesen starken Zusammenhang zwischen Gespanntheit, Akzent und Länge gibt und man ja immer weiß, wo der Akzent sitzt als SprecherIn. Und jetzt kommen wir dann direkt zur Dehnung und Schärfung und schauen uns dann nochmal an, wo auch die kleine Reparatur dieses suboptimalen Zustands, dass wir nur ein Zeichen für gespannte und ungespannte Vokale haben, wo die auch wieder nicht optimal sind. Das Kreuz mit der Dehnungsschreibung, wenn das schon so losgeht. Wir haben das Dehnungs-H in Re, Pfahl oder eben auch den Dehnungsdoppelvokal, deutlich seltener, in Saat und Boot. Kann man das vorhersagen? Also kann man schon teilweise. Überlegen Sie mal, würden Sie Boot mit OH schreiben? Vielleicht nicht. Geht das gar nicht? Da kann man auf Tendenzen kommen zumindest. Speziell beim I und da aber dann fast immer, wenn das I gespannt und lang ist, haben wir das Dehnungs-E wie ein Knie, Dieb, sogenannte Dehnungs-E. Das entspricht auch nicht dem phonologischen Schreibprinzip. Das ist in vielen Fällen weitgehend redundant. Und ich zeige Ihnen gleich Beispiele, wo das redundant ist, wo wir es eigentlich nicht brauchen, aber wo es dann doch schreiben. Also es ist also ein Murks-System. Und jetzt hängt auch gleich hier das iPad. Außerdem eben unsystematisch, Lied und Lied, das ist ja sogar, sind zwei verschiedene Wörter. Das hat offensichtlich, dass wir das eine mit einem Dehnungs-E schreiben, das andere nicht. Das hat nichts mit Phonologie zu tun, oder Phonetik, weil die gleich ausgesprochen werden. Das ist halt an den Wörtern irgendwie kleben geblieben oder nicht, das Dehnungs-E. Mangels dieser Systematik haben Sie da auch oft dann Erwerbsprobleme. Das wissen Sie selber, wenn Sie Kinder haben oder wenn Sie sich noch daran erinnern, wie das war, als Sie selber Kind waren. Da kann ich Ihnen aber auch nicht so viel zu... Also das kostet dann ein bisschen Mühe. Da gibt es jetzt nicht so das eine große Prinzip, wo ich Ihnen sagen kann, ja, dann machen Sie es so. Und hier ist der passende Input, das ist... schwierig zu vermitteln, weil es unsystematisch ist. Zumindest ziemlich unsystematisch. Das Faszinosum der Schärfungsschreibung hingegen ist extrem, extrem systematisch und begeisternd, noch so ein Grundgraphematik zu machen. Schauen wir uns nämlich jetzt mal an Dehnungs- und Schärfungsschreibungen da, wo es interessant ist. Nämlich im Einsilbler oder trochäischen Zweisilbler, also im Kern. Hier haben Sie eine Tabelle, die mich sehr viel Mühe gekostet hat, weil die Beispiele sich dann alle mal so wirklich auf Reihe zu bringen, da muss man dann schon genau wissen oder sich überlegen, was man sagen will. Sie sehen erstmal, dass es eine Sache nicht gibt, nämlich ungespannte, offene Einsilbler. Warum gibt es die nicht? Warum gibt es da auch keine Schreibungen für? Na, das wäre sowas wie Knie, Ro, Bu. Die werden überleicht. So ein Wort kann es nicht geben. Deswegen gibt es da auch keine Schreibung für. To. Mäh. Das muss dann mäh heißen oder to. Das könnten Wörter sein. Das heißt, für den Fall ungespannter Vokal in einem offenen Einsilbler gibt es keine Schreibungen, weil es die Wörter nicht gibt. Das ist doch schon mal super. Hier haben wir dann den Fall, wo wir die sogenannten Gelenkschreibungen oder Schärfungsschreibungen. Gelenkschreibung ist eigentlich der korrekte Terminus. Man nennt sie halt oft, gerade in der Grundschuldidaktik und so, auch oft Schärfungsschreibungen. Das ist der Fall, wo wir einen Zweisilbler haben und die erste Silbe in diesem Zweisilbler ist ungespannt, scheinbar offen und wir haben halt einen Zweisilbler. Also Lippe
Futter, Wecke, Offen, Wacker. Mit dem Punkt jeweils für eine, wie soll ich sagen, putative Silbengrenze. Und Sie wissen eigentlich schon, das ist nicht die Silbengrenze, weil dann hätten Sie hier wieder überleichte Silben. Dann hätten Sie da wieder le, fo, we, o, wa. Und die Silben gibt es eigentlich nicht. Da haben wir, nur da haben wir die Schärfungsschreibung. Da sehen Sie eigentlich schon, wenn Sie sich noch ein bisschen an die Phonologie erinnern, warum die Gelenkschreibung heißt. Wo wir sie wieder nicht haben, und das ist was, was dann oft, hatten wir auch gestern im Aufbaumodul erst wieder, fast in jeder Übung aus irgendwelchen Lehrwerken für die Schule, die sich mit Gelenkschreibungen beschäftigen, wird immer auf die Vokalkürze, also auf die Ungespanntheit abgezielt und dann aber das hier vergessen, nämlich diese vierte Zeile. Ungespannter Vokal, wie in Rinde, geschlossene Silbe, Rinn, und es ist ein Zweisilber. Das heißt, es kommt danach noch was. Das heißt, es ist ein Zweisilber, genauso wie hier Lippe, Futter und so weiter, aber die erste Silbe ist sowieso geschlossen. Da sind ja zwei Konsonanten. Rinde, Wunder, Wende, Polter, Tante. Und überlegen Sie mal, warum das hier in diesen Beispielen immer L oder N ist. Das kommt jetzt nicht in der Klausur, garantiert nicht dran, aber denken Sie mal darüber nach, warum das jetzt hier die Beispiele sind. Ja, und da schreiben wir nie Rinde mit Doppel-N, Wunder mit Doppel-N oder Polter mit Doppel-L. Das tun wir nicht. Das sind Stämme, achten Sie darauf. Das sind Stämme, so wie sie da stehen. Das sind keine Flexionsformen oder abgeleiteten Wörter. Das heißt, da ist irgendwie, man sieht doch, da ist gewaltig Systematik drin. Jetzt nicht so Systematik drin ist halt, wenn jetzt die gespannten Vokale, also die dann lang werden im Kernwortschatz, weil sie immer in der betonten Silbe stehen, oder so die, in der einzigen Silbe des Wortes, die dann automatisch betont ist, hier Knie, Schuh, Schnee, Reh, Zäh, Roh. Und da A, langes A in offenen Silben, im Einsilber ist relativ selten. Aber hier sehen Sie, hier steht fast immer die Dehnungsschreibung, zumindest in diesen Beispielen. Da brauchen wir sie aber nicht. Die Silben müssen sowieso lang sein. Es gibt ja Kne, Schuh, Schnee, Zäh, Ro, so Wörter gibt es ja gar nicht. Und da kommt echt die Dehnungsschreibung verdammt zuverlässig, genau da, wo man sie eigentlich nicht braucht. Und dann auch noch irgendwie durcheinander, hier mal gibt es EH, dann gibt es Doppel-E und boah, da stehen natürlich auch nicht alle. Das ist echt, also da, wo man sie gar nicht braucht. Hier im Zweisilbler Biene, Kuhle, Schule, wenig. Brauchen wir sie da? Wir sehen, wir haben sie hier manchmal nicht. Damit ist auch schon geklärt, ob wir sie da brauchen. Denn wenn das ein kurzer, ungespannter Vokal wäre, hätten wir da automatisch ein Silbengelenk. Und dann müsste die Gelenkschreibung stehen. Da müsste da Binne, Kulle, Wennig, Erre, da müssten da jeweils Doppelkonsonanten stehen. Und ausgerechnet wieder die Dehnungsschreibung. Hier ist die Frage, tut hier die Dehnungsschreibung, leistet die was, was wir wirklich brauchen? In den geschlossenen Einsilblern. Ja. Denn Lip und Lieb könnten beides Wörter sein, Rum und Ruhm könnten beides Wörter sein, Glut und Glut könnten beides Wörter sein, Weg und Weg sind sogar zwei Wörter. Wäre doch schön, wenn wir eins mit Doppel-E schreiben würden. Ja, das wäre eigentlich hier diese Zeile, die vorletzte. Da bräuchten wir den Unterschied zwischen Dehnungsschreibung und Nicht-Dehnungsschreibung. Das ist der einzige Punkt, wo es kritisch wird, weil die Silben, weil die ja geschlossen sind, auch wenn der Vokal nicht lang und damit gespannt ist, wären die Silben nicht überleicht. Das ist jetzt der Überblick über Dehnungs- und Gelenkschreibungen. Wenn Sie die Tabelle verstanden haben, dann wissen Sie, was da los ist. Was wir schon gesehen haben, die Schärfungsschreibung ist eigentlich eine Gelenkschreibung. Sie kommt nur im Trocheus nach einem ungespannten Vokal in einer scheinbar offenen Silbe, die dann eben gar nicht offen ist, wenn der Anfangsrand der Zweitsilbe konsonantisch ist. Das sind genau die Bedingungen für Silbengelenk. Ja. Und im geschlossenen Einsilbler, hier, Kinn, Schutt, Bett, Rock, Watt, mit ungespanntem Vokal. Warum eigentlich?
Warum kommen die da? Und das mache ich nicht nächste Woche, wie jetzt gleich da irgendwo steht, sondern das mache ich gleich ganz kurz am Ende. Details und was man oft übersieht dazu, das wichtige Detail ist, dass die Schärfungsschreibung eigentlich die Silbengelenkschreibung ist. Die Frage war eben schon, warum steht die dann aber in Einsilblern? Da gibt es ja kein Silbengelenk. Kann ja nicht. Also eine Silbe, wo soll dann Gelenk sein? Siehe nächste Woche, nee, siehe Ende dieser Folien, da kommen dann noch drei dazu. Aber wichtig ist, Sie merken sich, die Silbengelenkschreibung kann nur da stehen, wo eigentlich auch ein Silbengelenk ist. Das heißt, zwischen Erst- und Zweitsilbe eines Trocheus, nach einem ungespannten kurzen Vokal, bei Di- und Trigraphen, und das ist jetzt so ein Detail, was oft übersehen wird, also bei Esche und Zischen, da haben Sie den sogenannten Trigraphen, also SCH, steht für ein zugrunde liegendes Segment. Da haben Sie keine Doppelkonsonanz, das ist aber auch ein Silbengelenk. Warum schreiben wir da das Silbengelenk nicht? Weil es total, wie ich immer sage, blöd aussieht, zweimal SCH hintereinander zu schreiben. Das kommt nicht gut, dann haben Sie für ein Segment am Ende 6 Buchstaben. Ah, nicht schön. Das sind aber auch Gelenkschreibungen. SCH ist die Gelenkschreibung für SCH, also für Sch. Man macht das nur, es gibt keine extra Markierung, es sind aber auch Silbengelenke. Genauso in Kachel oder Zeche, in Kringel, da ist das N im Silbengelenk. Ja, aber zweimal NG hinschreiben sieht auch wieder blöd aus. Und jetzt gibt es noch ein Detail, was übersehen wird oder wo manchmal gesagt wird, ja, das sind Silbengelenke, aber es sollten eigentlich keine sein. Denn die Frage ist ja, warum sind stimmhafte Obstruenten im Silbengelenk unmöglich? Jetzt würden Sie sagen, ja, Obstruent, der steht ja auch im Endrand der Erstsilbe in so einem Fall. Also wenn Sie jetzt sich das angucken, dieses N steht im Endrand der ersten Silbe und im Anfangsrand der zweiten Silbe. Das macht ja das Silbengelenk aus. Das heißt, wenn Sie da jetzt ein Obstruent haben, wie in Mitte, steht der im Endrand und im Anfangsrand. Wenn er aber im Endrand steht, gilt die Endranddesonorisierung. Das heißt, er kann nicht stimmhaft sein. Was ist dann mit Kladde, Robbe, Bagger und wenn Sie prasseln sagen, also ich würde prasseln sagen, aber manche sagen prasseln, und mit dem nicht existenten Wort quiveln, das könnten wir uns ja auch vorstellen. Naja, da wären doch dann Obstruenten im Silbengelenk und damit auch im Endrand der ersten Silbe. Damit müssten Sie stimmlos sein. Warum gibt es denn so Wörter wie Kladde und Bagger und Robbe? Interessant, oder? Ja, das ist ganz einfach, die sind nicht im Kern. Das ist genauso wie Garage oder Dschungel oder sowas. Da haben wir auch Wörter mit Segmenten, die es eigentlich im Deutschen fast gar nicht gibt, nämlich J und J. Hier ist es halt irgendwie ein stimmhaftes Silbengelenk. Ich würde das sagen, das geht nicht. Das widerspricht der Definition von einem Silbengelenk. Das heißt, das sind einfach irgendwelche Wörter und das sind auch nur ein oder zwei Handvoll. Und die kommen alle aus dem Englischen, Niederländischen oder Niederdeutschen. Deswegen haben die auch fast alle was mit Küste zu tun. Also Robbe, Ebbe und so weiter. Also hier stehen jetzt extra noch die nichts mit Küste zu tun haben, also Kladde und Bagger. Aber Bagger kommt aus dem Niederländischen. So kam es dazu. Das heißt, die sind nicht nur Fremdwörter, weil sie nicht im Kern sind, sie sind auch alle Lehnwörter und zwar alle erst relativ vor kurzem entlehnt. Das heißt, das ist wieder was, womit ich mich eigentlich gar nicht groß beschäftigen muss, weil so 5 Wörter, die ihr eigenes Ding machen. Ich habe Ihnen ja auch nichts von der Afrikate J in Dschungel erzählt, weil die 5 Wörter, da mache ich die Tabelle doch nicht noch voller mit. Aber das hat jetzt was zu tun mit der Lösung für das SZ. SZ, warum ist das wichtig und worum geht es dabei eigentlich? Na gut, es ist ein Problem für manche SchreiberInnen, also im frühen Schriftsprach- oder Schreibungserwerb. Das kennen Sie, dass Kinder nicht SZ immer richtig machen. Ja. Also das ist sowieso ein Grund, erstmal sich damit zu beschäftigen. Außerdem sehen Sie an dem, was ich Ihnen jetzt gleich zeige, an meiner Lösung, die ist nirgendwo abgeschrieben, die ist von mir, sehen Sie ein schönes Beispiel dafür, wie man theorieintern argumentiert. Das ist jetzt für die, die sich wirklich auch vielleicht mal für theoretische Phonologie oder so interessieren, weil wir eine deduktive Argumentation haben. Das heißt, wir haben vorher gesagt, es gilt das und das und das, das Silbengelenk sieht so aus und oh, dann gibt es Endranddesonorisierung und sowas. Und daraus folgt dann das eine oder andere. Und das ist Wissenschaft, also solche deduktiven Argumentationen.
Außerdem, und wenn es das nicht alleine schon wert ist, eliminieren wir das zugrunde liegende stimmlose S und haben damit auch die 1:1-Korrespondenz bei der Konsonantenschreibung gerettet. Immerhin muss man beim SZ vorwegschicken, dass es eine erhebliche Straffung durch die Orthographiereform gab. Wenn Sie mal so alte Bücher in die Hand nehmen, vielleicht, weiß ich nicht, je nachdem wie alt Sie sind, von Ihren Eltern, wir lesen jetzt, weiß ich nicht, das und das Buch im Studium, ach, das haben wir doch schon, und dann gucken Sie da rein und dann steht da Fluss mit SZ oder sowas. Also ich stolper darüber. Ich habe das selber natürlich noch so gelernt in der Schule, aber ich stolper darüber. Ich finde das so schräg, den Singular Fluss mit SZ zu schreiben oder Hass mit SZ. Wie schräg. Und die Orthographiereform, also was Sie sonst über die denken, das ist jedem überlassen, aber was Sie so, egal was Sie sonst darüber denken, also das war wirklich eine Wohltat, dass wir das SZ irgendwie dahin gebracht haben, wo es wirklich was nützt, wo es wirklich was kodiert, was wir brauchen, was wir gerne kodieren wollen. Zur Erinnerung, was wir jetzt dazu brauchen, aus der Phonologie, die Verteilung von stimmlosem und stimmhaftem S-Laut. Angeblich ja zwei verschiedene zugrunde liegend. Und erinnern Sie sich, am Wort Anfang gibt es nur S, also Sog, niemals Sog. Das sind genau die Beispiele von der dritten, vierten Woche. Im Wort Auslaut, also im Endrand können wir jetzt sagen, gibt es nur das Stimmlose, wie in Mus, sowas wie Mus gibt es nicht. Auf Deutsch gibt es auch nicht mal Lehnwörter, wo wir irgendwie in zwei schrägen Lehnwörtern irgendwie Mus sagen. Im Wortinnern, also an der Silbengrenze im Grunde, haben wir nach ungespanntem Vokal nur S, also Silbengelenk, jetzt wissen Sie, ne, Silbengelenk, Masse. Aber nach gespanntem Vokal können wir beides haben. Straße und Hase. Und da hätten wir jetzt so einen Fall, wo im Silbenanlaut bald S und bald S steht. Das können wir aus nichts vorhersagen, weil die Wörter ansonsten ja gleich beschaffen sind. Es gibt kein anderes phonetisches Kriterium, an dem wir das entscheiden können, wann was kommt. Ja, und nur dafür brauchen wir, nur für diesen Fall, brauchen wir den Unterschied zwischen einem zugrunde liegenden stimmlosen und stimmhaften S-Laut. Würde man gerne irgendwie wegkriegen. Und Sie sehen auch schon, dass an der Stelle das SZ irgendwie ins Spiel kommt, wenn Sie hier sich Straße versus Hase angucken. Ja, schauen wir mal. Jetzt kommt meine Analyse des SZ. Alle Positionen, oder welcher von beiden kommt, stimmlos oder stimmhaft, an der phonetischen Oberfläche, ist bis auf diese SZ-Umgebung vollständig vorhersagbar. Wortanlaut, wenn wir da annehmen, das ist zugrunde liegendes S, dann bleibt das S, weil es keinen Prozess gibt, der das verändern würde. Wir haben keine Anfangsranddesonorisierung oder sowas. Gibt es auch in manchen Sprachen, haben wir aber nicht. Im Wortauslaut, wenn wir annehmen würden, da wäre S zugrunde liegend, ja, da müsste dann trotzdem Endranddesonorisierung, müsste ein S draus werden. Also selbst wenn da Mus zugrunde liegen würde, käme da Mus raus. Ich habe ja gesagt, das folgt einfach daraus, dass wir Endranddesonorisierung haben. Das heißt, bisher könnten wir einfach immer noch annehmen, es gibt nur zugrunde liegend Stimmhaftes und manchmal fliegt der Stimmton halt raus. Wunderbar. Im Wortinneren nach ungespanntem Vokal, also Masse, ja gut, da würden wir sagen, es muss ein Silbengelenk sein. Und im Silbengelenk, deswegen habe ich Ihnen eben diese Baggerwörter als exotische Nicht-Kernwörter präsentiert, da müsste ja, weil der Vokal ungespannt ist, sowieso ein Silbengelenk kommen. Und selbst wenn wir da ein zugrunde liegendes S annehmen müsste, weil es im Endrand landet von der ersten Silbe, müsste da ein stimmloses S draus werden. Das heißt, Masse gibt es nicht. Ja, in Hessen, ich weiß, ich habe in Hessen gewohnt, lange, da sagt man vielleicht, das ist die Masse. Aber dann hören Sie sofort, das hat mit, dann, also so kann man alles rechtfertigen. Wir reden jetzt hier mal nur über den Standard. So, bis hierhin brauchen wir kein zugrunde liegendes stimmloses S. Alles wunderbar. Ja, und jetzt kommt eben genau diese Situation. Wir müssen Straße und Hase irgendwie modellieren. Aber wenn da jetzt statt einem zugrunde liegenden stimmhaften S, wenn da einfach zweimal S wäre, was würde denn dann passieren? Was würde dann folgen aus dem, was wir vorher schon an Regularitäten festgestellt haben?
Und wenn wir darüber hinaus annehmen, dass genau diese komische Situation, wo wir zwei zugrunde liegende S haben, durch SZ wiedergegeben wird, dann hätten wir sowas wie, das Wort Bußen wäre so zugrunde liegend mit, sieht ein bisschen blöd aus, sieht aus wie Butzen. Aber Sie wissen, hier entsprechen die Zeichen eben nicht dem Buchstaben, weil das halt das IPA-Alphabet im Grunde ist, was hier zugrunde liegt. Und daraus würde Bußen. Das ist ein gespanntes U, das würde lang und so weiter und so weiter und so weiter. Das würde alles automatisch folgen aus dem, was ich Ihnen schon gesagt habe. Würde es das? Gucken wir uns mal an. Erstmal, wie die Strukturen aussehen. Wir hätten einmal die hier für Busen. Das heißt, Sie haben zugrunde liegend einfach nur ein S. Das U ist gespannt, das wird lang. Damit ist die Silbe hier silbenfähig, die wäre nicht überleicht. Das heißt, wir müssen nicht Bussen draus machen. Dann gerät das hier in den Anfangsrand, dieses S, und bleibt stimmhaft. Wunderbar. Die Analyse für Bussen, ja, wir fahren mit Bussen in die Uni oder sowas. Da hätten wir hier ein ungespanntes U, das wäre kurz. Die Silbe wäre sonst überleicht. Das heißt, wir müssen dieses S aus dem Anfangsrand der zweiten Silbe mit in diesen Endrand hier reinnehmen. Und damit steht es im Endrand. Die Endranddesonorisierung greift und es wird stimmlos und wir haben plötzlich Bussen. Für Bußen hätten wir jetzt das hier phonetisch als Analyse. Sie hatten da zwei stimmhafte S-Laute, also Bussen. Ja, die erste Silbe ist damit silbenfähig. Sie haben keine überleichte und keine überschwere Silbe. Ja, Buß, das könnte ja ein Wort sein, so also wie Fuß. Das zweite S gerät in den Silbenanlaut der zweiten Silbe. Das hier wird sowieso stimmlos, weil es im Endrand steht. Jetzt müssen wir nur noch erklären, warum das jetzt plötzlich, also warum heißt es denn nicht Bußsen? Das habe ich jetzt noch nie erklärt. Bußsen. Und das kommt jetzt, indem wir jetzt nochmal Schritt für Schritt, weil ich weiß, dass das verwirrend ist erstmal im ersten Moment, indem wir jetzt nochmal Schritt für Schritt durchgehen, was passiert bei so einem Wort, wenn Sie zugrunde liegend das Wort Bußen haben, dann sähe das ja jetzt nach dieser Analyse so aus. Sie haben ein gespanntes U, zweimal S und dann der Rest wie gehabt. Wir silbifizieren das. Dann kommt erstmal das raus. Was sonst? Das ist, wenn wir könnten jetzt die Prinzipien einzeln durchgehen, wenn Sie sich überlegen, wie funktioniert Silbifizierung im Deutschen, dann ist das das, was rauskommt. Aus den Silbifizierungsprinzipien folgt das. Wir haben da zwei Konsonanten, das ist so wie Binden oder Kante oder sowas. Da machen Sie ja auch Kante, genauso machen Sie hier Bussen. Das ist jetzt in geschweiften Klammern, weil das ist jetzt eine Zwischenstufe. Was wir dann machen, ist den gespannten Vokal längen, weil er betont ist. Also steht da Bussen. Dann kommt die Endranddesonorisierung. Dann haben wir das, was ich eben gesagt habe, naja, so lautet es aber nicht, dann Bussen. Und dann passiert was, was ich Ihnen gleich auch noch anderweitig motiviere. Sowas gibt es halt im Deutschen nicht. Also wir haben solche, wenn sowas passieren würde, würde eine sogenannte Assimilation stattfinden. Also sagen Sie mal Bußen. Sagen Sie das dreimal schnell hintereinander. Am Ende sagen Sie sowieso Bußen. Weil das bringen wir nicht im Wortinnern an der Silbengrenze. Das heißt, wir haben eine Assimilation von diesem S zu S und fertig ist das Wort Bußen. Jetzt könnte man sagen, diese Assimilation, da fängt er jetzt plötzlich irgendwie in der letzten Woche mit Assimilation an, ist das so eine Art Taschenspieler-Innentrick? Nein, denn sie findet auch in allen anderen Situationen statt, die dem ähnlich sind. Nämlich in so Wörtern wie Achse würde auch gehen, Echse. Wir haben ja nur zugrunde liegend S in der Position auf jeden Fall. Also auch ohne diese etwas komische Analyse, die ich Ihnen gerade präsentiere. Aber hier haben Sie im Endrand ein stimmloses K. Das muss ja stimmlos sein. Das ist ja Endrand. Aber es ist zugrunde liegend auch K. Und Sie sagen ja nicht Echse. Sie sagen Echse. Also niemand, würde ich fast mal behaupten, von Ihnen sagt Echse. Sie sagen auch nicht Erbse, sondern Erbse. Das heißt, hier findet genau dasselbe statt, was ich hier gesagt habe, was in Bußen stattfindet,
Nur halt eben, das ist hier ein bisschen komisch, weil das zwei S sind. Aber das passiert immer, wenn ein S im Anfangsrand einer Silbe steht, wo im selben Wort davor der Auslaut mit einem Obstruenten besetzt ist und damit stimmlos ist. Wie in Echse und Erbse. Das heißt, das Konsonantenzeichen S, das S in der Schrift, ist nicht doppelt belegt. Es gibt zugrunde liegend nur S. Und in diesen komischen Fällen, wo die Korrespondenz gebrochen wird, stehen halt einfach zwei S zugrunde liegend. Ja, das habe ich eben gemeint mit, das ist halt deduktives Argumentieren. Und dann kommt man am Ende zu einer Lösung, wo man eigentlich gar keine neuen Prinzipien oder so erfinden muss. Man muss nur die Annahme machen, zum Beispiel jetzt in dem Fall, ganz einfache Annahme, da sind zwei zugrunde liegende S und das war's. Der Rest ergibt sich automatisch aus dem bereits vorher aufgestellten System von Generalisierungen. Jetzt kommen noch so ein paar Kleinigkeiten und dann einmal die Konstanzschreibung. Das ist ganz einfach. Das ist eigentlich jetzt können Sie sich entspannen. Wir reden nämlich noch mal ganz kurz über das Grenzhaar, weil das oft zu Verwirrung führt, also im Leben und in Klausuren. Wenn Sie sich so Wörter anschauen wie wehe oder Ruhe oder fliehe, Sie wissen es wahrscheinlich schon, wenn Sie regelmäßig da waren, da ist kein H. Wenn Sie sagen, ich höre da aber eins, dann sage ich wieder, glauben Sie mir doch bitte, dass das ganz viele Menschen immer wieder gemessen haben und da nie ein H ist. Da steht ein H, da ist aber phonetisch, phonologisch keins. Das ist auch keine Dehnungsschreibung, weil dann hätten wir in so Wörtern wie fliehe plötzlich deren zwei, nämlich das Dehnungs-E und das Dehnungs-H. Warum soll das eine Dehnungsschreibung sein? Was ist denn das dann? Was soll das eigentlich? Ne? Das ist ein schönes Wort, ein Silbengrenzenanzeiger zwischen Vokalen, wo aber kein Glottalplosiv kommt. Wo der nicht kommen kann, weil die zweite Silbe, deren scheinbarer Anlaut dieses H ist, unbetont ist. In der Wortmitte, in der Stammmitte kann man sogar sagen. Und an der Stelle wird gerne dieses H als Grenzanzeiger benutzt. Man sieht ja schon, die Transkriptionen sehen irgendwie in Anführungsstrichen komisch aus. Das sieht aus, als würden da so Vokale aufeinander knallen. Tun sie auch. Und damit das nicht in der Schrift auch so passiert, machen wir da das H. Jetzt gibt es ein paar systematische Ausnahmen und ein paar, wie halt so oft bei der Schreibung, ein paar unsystematische Ausnahmen. Nach Diphthong steht das nie. Also Reue, Kleie, Schreie, Säue. Bis auf Ausnahmen in Verzeihen, Leihen, Reihe und Weiher. Konstanz ist hier nicht gemeint, sondern die Konstanz. Und das ist jetzt das Einzige, was ich aus der zweiten Graphematikwoche hier noch reingenommen habe. Und dann mache ich noch eine schöne Zusammenfassung von den Prinzipien. Was sind Konstanzschreibungen? Ich erinnere Sie an die unerklärten Doppelkonsonanten. Und das ist eigentlich jetzt schön, weil die waren jetzt nicht letzte Woche, sondern vor einer halben Stunde. Das waren diese hier. Kinn, Schutt, Bett, Rock, Watt. Ich habe Ihnen gesagt, diese Doppelkonsonanten, das sind so die Standard-Silbengelenkschreibung, ne? Außer bei Klinge, Esche und Bache oder sowas, wo wir das Silbengelenk nicht wirklich extra markieren, wo aber eins ist. Ja, aber jetzt stehen die halt hier auch da, wo man gar kein Silbengelenk hat. Aber eigentlich nur unter einer ganz bestimmten Bedingung. Die gucken wir uns jetzt an. Ja, hier ist übrigens ein falsches Wort drauf, das soll Watts heißen. Und eigentlich kann das aber weg. Also ignorieren Sie hier das Wort Wattes. Warum steht in Kinn, Schutt, Bett, Rock und eben eigentlich auch in Watts, aber dann ohne E, der Doppelkonsonant? Es gibt nicht unterlassbare Gelenkschreibungen, welche, die wir schreiben müssen, weil die Gelenkschreibung ausnahmslos gilt. Das ist ein Prinzip, das ziehen wir durch. Also da kennen wir nichts. Die Kinne. Wenn Sie da nicht Kinne schreiben, sieht das verdammt aus wie Kine. Die Betten, na, sonst heißt es Beten. Die Röcke, sonst heißt es Röke. Also da müssen wir im Grunde die Gelenkschreibung schreiben. Also CK ist auch eine nicht ganz typische Gelenkschreibung, weil wir halt CK statt Doppel-K schreiben. Okay. Die Schreibungen dieser Stämme sind, wenn diese Stämme da vorkommen, wo kein Silbengelenk ist, naja,
möglichst zu den Silbengelenkschreibungen, die wir nicht weglassen können. Also hier müssen wir Silbengelenk schreiben, das geht nun mal nicht anders. Also so ist das System. Und die Stämme sind jetzt halt möglichst in der Schreibung ähnlich zu den Fällen, wo wir Silbengelenk schreiben würden, müssen. Sonst hätten wir sowas wie das Kinn, die Kinne oder der Schutt des Schuttes und dann Bet und Betten. Bett müsste das eben, das sieht nicht aus wie Bett, weil Betten schreibt man mit Doppelkonsonanz und wenn wir den Stamm möglichst immer gleich schreiben wollen, dann empfiehlt es sich auch da, wo wir dann eben das Silbengelenk doch nicht haben, den Stamm mit diesem Doppelkonsonanten zu schreiben. Das meint man mit Stammkonstanz. Und ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber wenn Sie sich sowas angucken, das Kinn, die Kinne, das sieht extrem schräg aus. Es gibt jetzt noch andere Konstant- oder Konstanzschreibungen, die nicht mit Doppelkonsonant jetzt zu tun haben. Wir haben andere Wortklassen erstmal außerhalb, das hat jetzt mit Doppelkonsonanz zu tun, aber es sind jetzt keine Substantive mehr. Platt schreiben wir auch mit Doppel-T, weil wir die Form platter haben. Jetzt nicht Doppelkonsonanz, aber SZ-Schreibung. Nur hier brauchen wir, dank meiner Analyse, das SZ. Hier wäre ja sowieso Endranddesonorisierung, A's. Aber wir schreiben es trotzdem mit SZ und nicht A's so, weil wir hier die SZ-Schreibung brauchen. Las, lasen ist ein bisschen anders. Denken Sie mal drüber nach. Das kann man sehr gut auseinanderhalten, jetzt vor allem auch mit meiner Analyse, wie diese Schreibungen zustande kommen. Schlitzte schreiben wir mit TZ. Was hat das jetzt mit Konstanz zu tun? Und da ist was, kommt was ins Spiel, was extra nicht auf den Folien steht, aber TZ ist die Gelenkschreibung für einfaches Z. TZ schreiben wir nur im Gelenk und als Konstanzschreibung. Aber primär, wo kommt es her, das TZ? Aus dem Silbengelenk. Daher, das habe ich auch schon mal in Woche 3 oder so gebracht, daher gilt, wenn Ihre SchülerInnen oder Ihre Kinder Arzt mit TZ schreiben, wurden Ihnen die Schreibprinzipien des Deutschen nicht richtig beigebracht. Weil, wie soll da bitte ein Silbengelenk zustande kommen bei Arzt? Also aus ganz vielen Gründen kann da kein Silbengelenk sein. Deswegen ist es auch völlig unerklärlich, warum man da, wenn man das System gelernt hat, ein TZ schreiben sollte. Denn es ist nicht nur kein Silbengelenk und auch keine Konstanzschreibung, sondern auch keine Konstanzschreibung, denn Sie haben so Wörter wie schlitzen, ja, da haben Sie hier das Silbengelenk, müssen wir mit TZ schreiben. In schlitzte haben wir jetzt kein Silbengelenk, weil da ja noch das T hinterherkommt, kann keins sein. Wir schreiben aber trotzdem dann nicht schlitzte mit einfachem Z. Damit der Stamm möglichst konstant geschrieben wird, also möglichst immer so ähnlich wie es geht in allen Formen des Wortes. Andere Phänomene, die jetzt damit dann gar nichts mehr zu tun haben, ist sowas hier. Das H in du gehst ist wahrscheinlich eine Konstanzschreibung zu dem Grenz-H, was wir hier brauchen, in gehen. Da ist auch kein H phonologisch. Oder in siehst, da ist es zu sehen. Und eine andere Art von Konstanzschreibung ist sowas wie das Eu mit Ä in Räume zu Raum. Wenn wir das nämlich so schreiben würden, hätten Sie hier ein E-Zeichen und das sieht dem A weniger ähnlich als das A mit zwei Punkten oder eigentlich zwei Strichen drüber. Genauso bei Laufen, läuft, sonst müssten wir, wenn wir Konstanzschreibung nicht hätten, könnten wir auch ungehemmt läuft mit EU schreiben. Das war's schon. Jetzt fasse ich die Prinzipien noch einmal zusammen. Das ist was, was oft sehr nützlich gefunden wird. Die Zusammenfassung der Schreibprinzipien. Und in Grau sind da jetzt zwei dabei nachher, die ich gar nicht besprochen habe, wo Sie aber wahrscheinlich auch sagen, okay, also die nehme ich so mit, weil die nicht sehr kompliziert sind. Wir haben erstmal Korrespondenzen zur Phonologie. Damit beschäftigt sich das phonologische Schreibprinzip. Das ist jetzt nur Wiederholung und Zusammenfassung. Das heißt, Konsonantenzeichen inklusive der Di- und Trigraphen, die wir wie ein Zeichen behandeln, also CH und SCH und vielleicht NG, entsprechen 1:1 zugrunde liegenden Segmenten. Das war das, was ich Ihnen am Anfang dieser Sitzung erzählt habe.
Paare von zugrunde liegendem gespanntem und ungespanntem Vokal entsprechen jeweils nur einem Vokalzeichen. Das ist so eine kleine Ausnahme innerhalb dieses Prinzips. Das ist, wenn Sie mich fragen, das wichtigste Schreibprinzip des Deutschen und eins, was nicht in allen Sprachen wirkt, in denen man Buchstabenschriften hat. Ich meine, schauen Sie sich mal das Englische an. Da gilt das nicht. Da gilt das vielleicht in der Tendenz, aber die Tendenz, da können Sie auch eigentlich, wenn Sie sich darauf verlassen, schreiben Sie sehr lustiges Englisch. Das Prinzip der Silbengelenkschreibung wäre jetzt das nächste, was wir noch brauchen. Silbengelenke werden durch Konsonantendopplung markiert, typischerweise. Für Di- und Trigraphen gilt das nicht. Und dann gibt es noch so ein paar Besonderheiten wie CK und TZ. Das sind so individuelle Ausnahmen. Das ist halt die Gelenkschreibung für das einfache Z ist TZ und für das einfache K ist es CK und nicht KK. Gut. Korrespondenzen zur Morphosyntax hatten wir jetzt auch, nämlich das Prinzip der Konstantschreibung oder in der vierten Auflage passe ich mich dem Rest der Welt an und sage Konstanzschreibung. Die Formen eines lexikalischen Worts werden möglichst so ähnlich geschrieben, wie es angesichts der anderen Prinzipien geht. Das ist Kin mit Doppel-N, obwohl wir da eigentlich keine Gelenkschreibung haben, oder läuft mit Ä-U und statt mit E-U, damit es möglichst ähnlich aussieht wie Lauf. Jetzt haben wir dann die zwei Grauen. Das wären die einzigen anderen, die ich Ihnen sonst, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, noch nahegebracht hätte, das Prinzip der Spazien oder Spatien, wie auch immer, Spatien-Schreibung. Syntaktische Wörter werden durch Leerzeichen getrennt. Super aufregend, bis auf die kritischen Fälle. Da stecken dann interessante Zweifelsfälle und Diskussionen mit drin. Aber im Prinzip können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass syntaktische Wörter im Deutschen tendenziell und fast immer mit einem Leerzeichen geschrieben werden. Und die kritischen Fälle sind auch nur welche, wo wir uns nicht sicher sind, sind das zwei syntaktische Wörter oder eins. Und da entsteht dann auch das Schreibungsproblem. Das kommt aber nicht von der Schreibung, das kommt von der Morphosyntax. Das Prinzip der positionsunabhängigen Majuskelschreibung, das wäre noch eins, was Sie sicherlich auch kennen, das ist, Substantive werden immer groß geschrieben. nicht so kompliziert. Also auch da ist es wieder so, dass die Zweifelsfälle nur immer daher kommen, so wie bei Teilnehmen, sie nimmt teil. Müssen wir uns überlegen, ist das ein Substantiv oder nicht? Das hat aber mit der Schreibung nichts zu tun. Sobald wir das entschieden haben, wissen wir, wie wir es schreiben sollen. Das ist ein morphosyntaktisches Problem. Das waren die Schreibprinzipien des Deutschen. Und das war jetzt auch schon das Ende dieser Vorlesung für immer. Und auch das Ende meiner Lehrtätigkeit an der FU. Danke, dass Sie heute zu diesem vielleicht gar nicht so denkwürdigen Tag, bin ja nur ich, da gewesen sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich auf die Klausur vorbereitet. Viel wichtiger, ich hoffe, Sie fühlen sich auf das vorbereitet, was sonst noch im Leben auf Sie wartet. Und ich habe Ihnen ganz am Anfang in der ersten Sitzung, Mensch, wie zentral war die doch, habe ich Ihnen gesagt, was da auf Sie wartet. Also ich habe besonders darauf eingegangen, was auf Sie wartet, wenn Sie Lehramt machen. Und wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, falls, ich spreche, glaube ich, gerade zu denen, die nicht da sind, aber in diesem Punkt, falls Sie jetzt sagen, boah, ein Glück habe ich das hinter mir und hoffentlich geht die Klausur nächste Woche irgendwie möglichst, also gehe ich an der unbeschadet vorbei, dann gehen Sie nochmal in die Folien der ersten Woche und gucken, was da so steht, was Sie als Lehrperson alles können sollen und was Sie als bildungssprachliche Sprecherin des Deutschen alles können sollen. Und überlegen Sie, ob nicht bei dem, was ich Ihnen in diesen 12, waren ja nur 12 Wochen, erzählt habe, was dabei war, was Sie vielleicht brauchen könnten. Und ich glaube, in der ersten Woche haben das fast alle gesagt, ja, oh, das klingt gut. Und dann kamen halt die ganzen Details und dann wurde es ein bisschen anstrengend und dann schlafft man manchmal so ein bisschen ab und denkt sich, boah, wird ein bisschen viel. Aber gehen Sie einfach nochmal dahin zurück. Und damit wünsche ich Ihnen viel Erfolg, vor allem im Leben und auch nächste Woche in der Klausur. Vielen Dank.